Euch heute einen schönen guten Abend. Seit Mittwochmittag fehlt von einem 80-jährigen Pensionisten aus dem Seniorenheim in Neukirchen an der Vöckler jede Spur. Der rüstige, aber geistig verwirrte Mann scheint wie vom Erdboden verschluckt. Auch am bereits dritten Tag der groß angelegten Suchaktion gibt es noch immer keinen Hinweis auf den Verbleib des Pensionisten. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn das Wetter verschlechtert sich zusehends und es wird von Stunde zu Stunde kälter. Der 80-jährige Mann, der seit Mittwoch kurz nach Mittag vermisst wird, trägt nur ein T-Shirt, eine Jogginghose und Hausschuhe. Rund 150 Frauen und Männer der Feuerwehr, Polizei, Rettung und mehrere Suchhundestaffeln suchen beinahe rund um die Uhr nach dem Mann, der körperlich zwar äußerst fit ist, aber an Demenz leidet. Es ist sicher nicht ungefährlich und wir haben heute auch erhöhten Personaleinsatz aufgrund der neuen Witterungsbedingungen. Da es zunehmend kühler wird und eben regnerisch, sind wir jetzt vom Roten Kreuz mit 90 Personen an der Suche beteiligt und unsere Suchhundeteams sind auch im Einsatz. Wir haben von der Bevölkerung keine Hinweise bekommen bis jetzt und deshalb wird jetzt das flächendeckend abgesucht, weil witterungsbedingt vermutlich vom Instinkt her, muss man auch sagen, eines Menschen, der irgendwo Unterschlupf gesucht hat. Die Polizei ersucht die Bevölkerung dringend um Hinweise. Ludwig Schwarzenlander ist 80 Jahre alt. Er trägt ein rosafarbenes T-Shirt, eine dunkelblaue Jogginghose und Hausschuhe. Er hat weder Geld noch einen Ausweis bei sich. Er ist eigentlich in Neukirchen bekannt. Er ist öfter schon spazieren gegangen, muss man sagen. Sein Heimatort war Schörfling am Attersee. Das wird am Nachmittag das Gebiet Richtung hin noch mehr verstärkt abgesucht, weil vielleicht zieht es ihn wieder in seine Heimat zurück. Eine Frau, die mit ihrem Kind zum Schwammerlsuchen am Mittwoch im Wald unterwegs war, glaubt, den Mann gesehen zu haben. Doch seither fehlt vom rüstigen Pensionisten jede Spur.